Schönen guten Tag wünsche ich mal wieder. Mein Freund hier, der Gerhard und ich, haben uns heute mal vorgenommen, mein erstes FPV One-Shot Drohnenvideo von dieser genialen Bakehouse Gallery hier in Graz in der Herrgottwiesgasse zu machen. Und ich bin heute mal da, um gewisse, wie soll ich sagen, Basics abzuklären. Und ich möchte euch da einfach mal mitnehmen, was bedeutet es, so ein Video zu machen und was muss man vor allem in der Vorbereitung anschauen. Das wirkliche Video findet erst nächste Woche statt. Da kommen dann noch ein paar Statisten dazu. Also wir machen das mit Personen. Deshalb diese kleine Gap AC Cinelog 25, die tut nicht unbedingt weh, wenn sie abkriegt. Also ich würde jetzt da nicht mit einer großen Drohne fliegen, aber mit dieser Drohne, die schafft es gerade so, die Action 2 zu transportieren. Das wird jetzt mein Setup werden. Und heute schauen wir uns mal an, wo kann ich mich dann eigentlich positionieren, dass ich das alles quasi mit einem Empfang abfliegen kann. Weil es schaut ja auch blöd aus, wenn ich da mit der Brille und der Fernbedienung irgendwo in einem fertigen Video stehe. Das müssen wir abklären. Und das Zweite, was bei sowas einmal wichtig ist, vorher zu schauen, ist, wie geht es denn das Ganze mit der Belichtung aus? Wir haben nämlich vor, von draußen zumindest bei der Eingangstür reinzufliegen. Draußen ist es Tag, herinnen ist Kunstlicht. Ist zwar richtig geil ausgeleuchtet, aber ist halt Kunstlicht. Da muss ich mal schauen, ob ich das schaffe, mit den Einstellungen das wirklich als One-Shot zu machen. Ich möchte absolut Cuts vermeiden. Deshalb ist das heute mal auch der Test. Übrigens, der Gerhard hier heißt offiziell Skull Nummer 2. Ist ein Kunstwerk von Tom Lohner. Link gebe ich euch da unten in der Beschreibung, auch von der Bakehouse Gallery, also eine richtig geile Galerie. Wenn zu meinem Grad Satz kommt, auf jeden Fall vorbei. Ich nehme euch jetzt eh gleich mal mit einer kleinen Tour da mit, damit ihr mal einen Überblick kriegt. Das sind ja über 1000 Quadratmeter genialste Kunstwerke. Und ja, nachher mache ich meine ersten Testflüge, damit ich dann für Dienstag einfach auch schon die Strecke im Blut habe. Also ich werde dann nicht spontan schauen, wie fliegen wir, sondern das ist wirklich alles vorkonzeptioniert. Ich werde dann genau zigmal vielleicht nicht, aber einige Male die Route abfliegen, damit dann auch nichts schief gehen kann. Jetzt einmal Galerietour und dann erster Start. So, gehen wir los. Da nochmal Gerhard. Hier auch gleich sowieso in der Tom Lohner Ecke. Also, wie gesagt, schaut euch das bitte gerne mal an. Aber wir gehen da natürlich jetzt nicht auf jeden Künstler ein. Ich will euch einfach mal die Dimensionen zeigen, was man da einfach wirklich alles... Also, wenn ihr auch noch irgendwie im Kleinsten Ader für Kunst habt oder für kreative Energie, wirklich kommt es da mal her. Das ist einfach nur... richtig genial. Gut. Da auch eine ganz bekannte Ecke. Fiera Montana. Wer sich's leisten kann. Und interessant für uns wird eben werden, wir haben auch hier dann die Bar. Da werden wir auf jeden Fall Personen positionieren, weil die ist auch so richtig cool beleuchtet. Da möchte ich eben dann auch durchfliegen zwischen den Personen. Und hier ist, wie gesagt, der Eingang. Ich möchte von draußen starten, da reinkommen und muss mir jetzt dann wirklich einmal durchüberlegen, wie koordiniere ich das Ganze, damit ich natürlich eine schöne einheitliche Flugrichtung habe und eben natürlich auch nicht, wenn möglich zumindest, keine Strecken doppelt fliege. Soll ja alles auch nicht langweilig werden, soll spannend bleiben. Dementsprechend ist das einmal die Challenge, dass ich mir das heute überlege. Ihr seht nämlich, es gibt hier so viele geniale Ecken und da mal das Logo. Dann ist schon keine Schleichwerbung mehr, Bakehouse Gallery. Und generell haben wir hier auch diese coolen Lücken, wenn ihr seht. Weil das ist ja, wie soll ich sagen, ein bisschen das Highlight mit dieser FPV-Drohne. Man kann mit relativ wenig technischen Aufwand eben auch durch solche Gaps, wie es so schön heißt, im Englischen durchfliegen. Und das gibt einfach eine richtig coole Dynamik. Das werden wir alles probieren. Zweite Schleichwerbung muss sein, FindArt. Jetzt mal nachschauen, ist keine App, ist ein Web-Service. www.find.art bzw. www.scan.art mittlerweile. Das ist, wenn ihr in einer Galerie seid, wo das mit unterstützt wird, könnt ihr dann einfach die Bilder abscannen und euch wird alles Infos vom Künstler, Preis etc. gezeigt. Und das finde ich richtig cool, weil diese Schilder da daneben, die sind eigentlich nicht schön, man will sich auf das Wesentliche konzentrieren. So. Wobei, richtig cool ist ja das. Es ist halt schon. Das sind die einzigen Skulpturen, wo ich ein bisschen Angst habe beim Fliegen. Die sollte ich nicht unbedingt erwischen, aber ich hoffe das. Ich habe erst einmal darin was zusammengehauen und das soll bei einmal bleiben. Mein Plan ist ja dann, dass ich mich da ja hinten quasi im Lager verstecke. Und ihr habt schon gesehen, ist doch schon einiges an Distanz. Ob wir das dann schaffen mit Empfang, das schauen wir uns da dann an. Hier haben wir noch den Collectors Club. Da wird es recht finster werden für euch. Ist aber noch einmal ein eigener Raum. Da werden wir dann auch Personen positionieren. Es ist also wirklich nicht klein. Kleiner Blick noch in die Werkstatt zum hart arbeitenden Chef der Galerie, unser Klaus.
Und hier ist auch Where the Magic Happens von Tom Lohner. Tom ist noch nicht da, der ist einmal ganz offiziell Urlaub, der für ausnahmsweise auch. Aber am Dienstag natürlich dann mit dabei. Gut, das war jetzt einmal der Walk durch die Galerie. Ich suche mir jetzt einmal einen Platz zum Testen und taste mich dann langsam an. Eben zuerst einmal schauen, habe ich überhaupt einen Empfang. Das heißt, ich werde einmal ohne Kamera ganz vorsichtig bodennahe dahin fliegen. Ihr wisst ja, wenn die Verbindung weg ist, schaltet sie einfach aus. Das heißt, da kann nicht viel passieren. Wenn ich das einmal abgeklärt habe, werde ich dann einmal das Reinfliegen testen. Und dann natürlich mit der Action 2, die mich da gerade filmt, gibt es erste Versuche, wie das Ganze dann ausschauen könnte. Puh, das grenzt schon fast an Sport da durchlaufen. Ich aktiviere mir da meine Kleine und los geht's. So, ein kleines Zwischenvideo mal. Das war jetzt wirklich mal ein erstes Herantasten, weil man braucht eben meistens so einen Akku, damit man wieder ein bisschen drinnen ist. Und Indoor fliege ich in diesem Leveling-Mode. Also ihr könnt es immer im Betaflight einstellen, dass die Drohne sich wieder selbst halbwegs gerade ausrichtet. Also sie ist jetzt nicht am Fleck festgenagelt wie die DJI-Drohnen, aber wenn ich so bin und auslasse, richtet sie sich halbwegs wieder gerade. Es gibt viele, die fliegen auch Indoor voll manuell aus dem Akku-Modus. Ich tue mir so ein bisschen leichter, weil ich einfach ein bisschen eine kleine zusätzliche Hilfe habe, die mir einfach, sage ich mal, dabei hilft, dass ich nicht theoretisch doch irgendwie mal die Orientierung verlieren sollte. Ich glaube, es würde manuell auch schon gehen, aber warum das zusätzliche Risiko eingehen? Jetzt testen wir mal, ob wir da hinten im Eck alles abfliegen können. Ich verabschiede mich aber jetzt einmal für heute mit dem Video. Ich glaube, das habe ich euch mal ganz gut mitgegeben. So, wir sehen uns dann am Dienstag wieder im finalen Video. Und natürlich gibt es das fertige Video dann auch. Das wird aber ein eigener Upload, der aber, glaube ich, gleichzeitig kommt. Also gegenseitig verlinkt und dann könnt ihr euch beides anschauen. Fragen, Antworten, Kommentare, wie immer, wisst ihr, bitte lasst es mir unten einfach wissen. Ich antworte auf alles, wo ich antworten kann. Kleines Like da lassen hilft dem Kanal und dem Algorithmus. Da können wir einfach noch weiter wachsen, wie es so schön heißt. Und natürlich auch gerne ein Abo da lassen, dann gibt es mehr von diesem Content. Schönen Tag, ciao. Letztes Mal melde ich mich so kurz, leider nicht aus der Galerie. Also wir haben jetzt das Video gedreht, eben mit Statisten. Es war aber alles zeitlich ein bisschen, sagen wir so, knapp bemessen, wie die Leute alle Zeit gehabt haben. Deswegen bin ich da jetzt nicht mehr zum Behind-the-Scenes-Filmen kommen, aber ich habe euch ja das meiste vorher schon mitgegeben. Wer das finale Video noch nicht gesehen hat, weil der Upload war gleichzeitig, dann kurz pausieren. Schaut es euch jetzt an. Link ist natürlich auch unten in der Beschreibung, damit ihr jetzt wisst, von was ihr jetzt dann gleich noch abschließend dreht. Gut, ich gehe davon aus, ihr kennt das Video jetzt. Jetzt meine finalen Gedanken zu der ganzen Sache. Ich habe es ja anfangs schon gesagt, das ist mein erster One-Shot in diesem Sinne, vor allem mit Personen. Und die Challenge da ist halt wirklich eben genau, dass es ein One-Shot ist. Wir haben keinen einzigen Cut in dem Video und das war mir einfach auch wichtig, weil ich finde, genau das ist einfach so ein Mehrwert von den kleinen FPV-Drohnen. Man kann sowas wirklich in einem durchfliegen und das gibt, finde ich, einfach nur einen ganz eigenen Effekt, dass das halt einfach, wie soll ich sagen, ein bisschen authentischer wirkt. So empfinde ich zumindest. Wie seht ihr das bitte? Gerne in die Kommentare. Die Challenge ist, eben dann diesen kompletten Flug, erstens natürlich einmal hinzukriegen, keinen einzigen Teil davon zu versemmeln und natürlich das Timing von den Personen. Das waren jetzt alles Freunde und Bekannte der Galerie, also sprich, das war für die jetzt auch eher Neuland und das Timing mit Bewegung und Personen ist bei sowas dann gar nicht so einfach. Ich wollte das Ganze nicht zu statisch haben, deswegen haben wir natürlich eine leichte Bewegung drinnen, aber um da jetzt alles vielleicht perfekt auf dem Schritt aufeinander abzugleichen, dann sind wir schon wieder bei ganz anderen Aufwand der Produktion und halt auch der Vorplanung. In dem Fall, die sind ja wirklich gekommen. Ich habe mir vorher alles überlegt. Wir haben sie dann gebrieft und ich finde, dafür hat es auch wirklich sehr gut funktioniert. Was sind mir jetzt ein paar so Sachen, die mir einfach aufgefallen sind? Erst einmal vorweg, diese DJI Action 2. Das, was ich jetzt sage, kann natürlich auch auf GoPro und Co. zutreffen. Ich kenne es jetzt aber nur von der DJI Action 2. Sie tut sich halt mit dem Bildstabilisieren in dem doch eher schlechteren Licht schon schwer. Also ich habe jetzt ISO auf maximal 400 gelockt, weil ich wollte nicht höher rauf.
wir wissen ja bei diesen digitalen Bildstabilisationen dieser Action-Cams, die benötigen eigentlich eine relativ hohe Verschlusszeit, damit dieser Bildstab einfach gut funktioniert. Widerspricht sie natürlich eigentlich ein bisschen dieser Bewegungsunschärfe, die wir gern haben, aber zum Beispiel mit 30 Frames und am 60. tut sie sich schon schwer. Deshalb, ich habe jetzt auf 400 ISO gelockt, habe dann die Belichtung, also die Verschlusszeit auf Automatik lassen müssen, aus dem Grund, weil, wie ihr jetzt gesehen habt im Video, wir starten von draußen rein und wir haben da einfach so krasse Lichtunterschiede, dass ich das jetzt nicht mit gefixten Einstellungen lösen hätte können. Beim ersten, ganz ersten Versuch, wo ich nur drinnen geflogen bin, also drinnen wäre es gegangen, aber mit diesem draußen rein ist einfach nicht möglich gewesen, ohne eine gewisse Autofunktion zu filmen. Hat sich aber auch dementsprechend ganz gut gemacht. Nächster Punkt ist, ist euch natürlich aufgefallen, wenn wir mit der Drohne fliegen, können wir nicht gleichzeitig Ton aufnehmen. Also wir können schon, aber wir hören dann nur das Summen der Drohne. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, einfach Musik drüber zu legen und nur wirklich kleinste Soundeffekte einzubauen. Ja, das sind jetzt einmal so meine kurzen Erfahrungen, die ich euch jetzt mitgegeben habe, auch jetzt am Tag nach dem finalen Flug. Was sagt ihr dazu? Mir ist klar, an manchen Stellen könnte man es vielleicht noch verbessern. Wir haben natürlich mehrere Tries gemacht. Ich habe jetzt einfach den rausgepickt, der mir am besten gefallen hat. Und es ist natürlich bei jedem Try ist vielleicht ein Part ein bisschen besser. Aber nochmal, ich wollte nichts zusammenschneiden. Also das ist wirklich von vorn bis hinten durchgeflogen. Und so wie es jetzt da ist, so steht es fertig da. Dass sowas natürlich nicht immer perfekt funktioniert, seht ihr jetzt gleich zum Schluss noch. Da gibt es noch ein paar Outtakes, Bloppers, nennen wir es wie wir es wollen, Fails, die mir passiert sind. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und keep flying, guys. Ciao. Thank you.